Liebe Freundinnen und Freunde, eine Filmaufnahme, die durch die sozialen Medien läuft. Ein Boot voller Flüchtlinge kommt am Hafen von Lesbos an. Am Kai stehen Dutzende Leute, nicht etwa um sie zu empfangen und ihnen Decken zu überreichen, sondern um sie zu beschimpfen. Geht zurück in die Türkei. Die Menschen stoßen das Boot immer wieder vom Kai weg. Ob sie dabei die Bezeichnung Mensch verdienen, weiß ich nicht. Es sind Rassisten, unter denen auch Anhänger der faschistischen goldenen Morgenröte sind. Die Insassen des Bootes, Frauen, Männer, kleine Kinder, sind still, bewegen sich kaum. Wie erstarrt sitzen sie in ihrem Boot. Ab und zu hört man ein Kind schreien, welches gleich wieder beruhigt wird, wie auch immer. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kais wird gerade ein Journalist zusammengeschlagen. Beim Anblick dieser Bilder erfüllt mich ein tiefer Schmerz. Welch eine Barbarei! Ist das ein Teil der Menschheit? Dabei wollten die Menschen in Syrien nur mehr Freiheit und mehr Brot und eine andere Regierung. Die Antwort ihres Machthabers war Folter, Mord und Gefängnis für Zehntausende und Flucht für Millionen. Dann mischten ausländische Mächte mit. Die ursprünglichen Forderungen waren bald vergessen. Die Menschen, die für ein besseres Leben kämpften, wurden instrumentalisiert von allen Seiten. Das ist der Hintergrund, warum sie flohen. Ihre Erfahrungen sind oft traumatisch und grausam. Viele verloren Angehörige, Eltern, Kinder oder Großeltern. Viele verloren ihre Liebsten und sahen sie nie wieder. Das sind die Menschen, die unter anderem in der Türkei Zuflucht suchten. Denn es blieb ihnen nichts anderes übrig. Doch wie entstand diese neue Lage? Nach den militärischen Zusammenstößen zwischen der syrischen und türkischen Armee und dem Tod vieler türkischer Soldaten sagte Erdogan: Wir sind hier nicht in der Lage, so viele Menschen zu ernähren. Das war das Signal, ihr seid hier nicht erwünscht. Nach der Beerdigung zweier türkischer Soldaten nahm der Mob den Präsidenten beim Wort und griff in der südtürkischen Stadt Maraş syrische oder vermeintlich syrische Geschäfte an. Und es war nicht das erste Mal und die einzige Stadt, in der das passierte. Neben anderen Flüchtlingen leben bekanntlich etwa 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei. Allerdings ist die übergroße Mehrheit unter ihnen, ist das kein Leben. Sie haben keine Möglichkeit auf einen Asylantrag, werden sozusagen nur als Gäste geduldet. Die meisten leben zwar nicht in Lagern, aber ihnen bleiben nur die prekären Beschäftigungsverhältnisse, zum Beispiel der Textilindustrie, ohne soziale Absicherung und zu Hungerlöhnen. Oft bleibt nur Betteln oder die Prostitution übrig. Die Kinder können kaum zur Schule und müssen meist auch arbeiten. Die EU hat das so in Kauf genommen. Hauptsache, es kommen keine Flüchtlinge. Dafür haben sie sogar einen Pakt mit der Türkei geschlossen, bekanntlich. Außerdem kursieren Fake News, ähnlich wie hier bei uns, die das Leben der syrischen Flüchtlinge in der Türkei darstellen, als ob es für sie ein Leben im Schlaraffenland wäre. So zum Beispiel angebliche kostenlose rundrum Gesundheitsversorgung, jede Menge staatlicher Gelder, einen türkischen Pass. Und außerdem haben sie mit Übergriffen und anderen Formen von Rassismus und Gewalt zu tun. So ist es nicht verwunderlich, dass es zu einem Massenandrang an den Grenzübergängen Pazarkule oder Ipsala nach Griechenland gab. Viele Menschen stiegen in Istanbul mit Freude in den Bus, der sie in Nähe der Grenze fuhr, in Erwartung auf ein besseres Leben oder überhaupt auf ein Leben, auf eine Zukunft in Europa. Sie haben alles liegen lassen. Es sind ganze Familien mit kleinen Kindern, Babys, schwangere Frauen, Menschen mit Rollstuhl, manche nehmen sogar ihren Hund oder ihre Katze mit. Doch ihre Tagträume wurden schnell zum Albtraum, als sie an der Grenze ankamen und sahen, wie die Grenze auf griechischer Seite dicht war, wie sogar gegen sie Tränengas, Knüppel und scharfe Munition eingesetzt wurde. Menschen versuchten nun ihr Glück über den Grenzfluss Evros nach Griechenland mit kleinen Booten, über die Strömung mitten im Winter,
oder eben auf einer der griechischen Inseln, wie nach Lesbos, wo Faschisten der sogenannten Goldenen Morgenröte Flüchtlingslager angreifen und anzünden, wo das Asylrecht, wie auch in ganz Griechenland, einfach außer Kraft gesetzt wird. Wer rüberkommt, dem geht es auch nicht besser als in der Türkei. Aber es gibt kein Zurück mehr für sie. Doch auch wer es auf das griechische Festland schafft, kommt nicht viel weiter. Die EU ist getränkt mit Rassismus und betreibt eine Politik der Abschottung. Viele EU-Länder gehören zu den größten Waffenlieferanten der Welt. Sie dient weder der Sicherung des Friedens, noch sind ihre Menschenrechte das Papier wert, auf dem sie geschrieben stehen. Es ist ein Zusammenschluss wirtschaftlicher Interessen ihrer reichen Ausbeuter, besser in der Welt durchzusetzen. Sie gibt Milliarden für sogenannten Grenzschutz und sogenannte Sicherheitsanlagen aus, während das Geld dringend anderswo benötigt wird. Gleichzeitig dienen rassistische Debatten über die sogenannten Flüchtlingsströme in den jeweiligen Ländern der EU der Spaltung und Schwächung sozialer Bewegungen und damit der Entsolidarisierung der Gesellschaft als Ganzes. Asylgesetze werden in den EU-Ländern verschärft bis ganz abgeschafft. Daher muss gelten: Auflösung der Lager in Griechenland, Öffnung aller Grenzen, Schluss mit den Menschenrechtsverletzungen, sichere Fluchtwege. Jeder Mensch soll dort arbeiten und dort leben können, wo er möchte. Für eine Welt ohne Grenzen, Rassismus und Krieg. Lasst dafür uns vernetzen und organisieren. Solidarität auch mit den Geflüchteten, deren Selbstorganisierung und den Seenotrettern und allen Helfern und Unterstützern auch in Griechenland und der Türkei. Refugees welcome, wir sind mehr, hier und überall auf der Welt.